Und der vorerst letzte gemeldete Redner in dieser Debatte ist Philipp Kucher, auch er ist von der SPÖ. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Kaniak, ich weiß nicht, wo er sitzt, aber da ist er. Ich habe die Kritik von dir jetzt an der Teststrategie nicht ganz nachvollziehen können. Um das noch kurz zusammenzufassen, testen, 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 da wird niemand widersprechen, dass das notwendig ist. Das haben wir oft genug hier auch in diesem Haus diskutiert. Sinnlose Massentestereien und Kraut- und Rüben-Testen bringt gar nichts, sondern gezieltes Testen ist notwendig als ein wesentlicher Schritt, dass wir alle miteinander aus dieser Krise herauskommen. Pamela Rendi-Wagner hat auch Vorschläge gemacht, nicht nur, dass wir sagen, spezifische Berufsgruppentests, Menschen, die viel Kontakt haben mit anderen Menschen, müssen getestet werden, müssen kostenlose Tests auch bekommen und das vor allem in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Pflegeheimen dafür sorgen, dass die Testungen wirklich funktionieren, um Menschen, die oft auch schwer krank sind, besser zu schützen. Das hat in der Vergangenheit nicht so funktioniert, wie das alle gewollt hätten. Fast 3000 Menschen sind in Pflegeheimen gestorben, weil es nicht möglich gewesen ist, diese Menschen zu schützen. Und ein wesentlicher weiterer Punkt neben dem Impfmalchance, um diese Krise miteinander zu meistern, ist eben der Bereich der Testungen. Und da gibt es auch von Pamela Rendi-Wagner einen Vorschlag, der inzwischen auch europaweit und international als ein wesentlicher Zugang auch genannt wird, dass wir sehr niederschwellig unkomplizierte Testangebote im Wohnzimmer für jeder Mann und jeder Frau anbieten. Die sollen über Apotheken in Zukunft in Österreich möglich sein. Und all das, was du jetzt sagst, das funktioniert nicht. Ja, selbstverständlich werden wir die Bundesregierung nicht ermächtigen, dass sie irgendein Glumpert einkauft auf Steuerzahlerkosten, sondern die Qualität muss selbstverständlich passen. Dazu kommt jetzt hier auch noch dieser Antrag. Das soll über Österreichs Apotheken abgegeben werden. Also sinnvolle Tests, wo man wirklich zu Hause sich testen lassen kann, die sollen kostenlos sein. Ein wirklich wichtiger Beitrag auch zum Schutz der österreichischen Bevölkerung. Bringe ich also den Entschließungsantrag der Abgeordneten Philipp Kucher, Gabriela Schwarz, Ralf Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen ein, betreffend Abgabe kostenloser Antigen-Selbsttests. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, der Bevölkerung Antigen-Tests zur Eigenanwendung, die in Österreich in Verkehr gebracht werden dürfen, im erforderlichen Ausmaß kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Bezug dieser Tests soll jedenfalls unbürokratisch und niederschwellig, wie zum Beispiel über öffentliche Apotheken, erfolgen. Die Kosten für diese Selbsttests hat der Bund zu tragen. Um das also noch einmal einfach zu machen, unkomplizierte Selbsttests für jeden von uns zu Hause im Wohnzimmer. Und ich sage es ehrlich dazu, das, was hier im Parlament zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses und zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen hier im Nationalrat und im Bundesrat längst jede Woche möglich ist, dass man sich selbst testen kann, völlig unkompliziert, da kann man nicht sagen, dass das uns zu teuer ist für die österreichische Bevölkerung. Selbstverständlich hat auch die Bevölkerung das Recht, die beste Selbsttestmöglichkeit zu bekommen, in Zukunft unkompliziert, zum Beispiel über Apotheken, auf Kosten auch des Steuerzahlers. Das ist dringend notwendig, ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Bevölkerung, kostenlose Tests im Wohnzimmer. Ich bitte also hier wirklich um Unterstützung und nicht irgendwie Panik machen. Das, was hier im Haus gang und gäbe ist, der Bevölkerung in Wahrheit zu verwehren, so kann man nicht arbeiten. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, er ist ordnungsgemäß eingebracht und er steht somit auch in Verhandlung.